So Freunde, heute gibt es was komplett Neues. Wir reden über Tudor. Ich zeige euch die besten Modelle, welche Uhren wir da haben. 5 Stück werde ich euch zeigen. Warum ihr exakt diese Uhren braucht, werde ich euch erklären. Wir legen los. Attacke. Freunde, numero uno, numero dos. Ich habe euch die Tudor Advisor mitgebracht. Warum habe ich diese Uhr mitgebracht? Weil es diese Komplikation in der Form bei Rolex nicht gibt. Ihr müsst keinen Termin mehr verpennen, denn ihr könnt diese Uhr einfach als Wecker benutzen. Ihr könnt eine Weckfunktion einstellen. Diese Funktion gibt es nicht bei Rolex, dieses Design gibt es nicht bei Rolex. Das ist im Übrigen ein Punkt, den ich bei all diesen Tudor-Uhren im Moment sehr sympathisch finde. Tudor entfernt sich stilistisch eine ganze Ecke von den Rolex-Modellen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr cool, weil früher in den 70er Jahren diese ganzen typischen, ja, Tudor Submariner und so weiter und so fort, die man da kennt, oder beispielsweise auch diese Datejust-Varianten, Tudor Prince, die waren immer im Oyster-Gehäuse, hatten also sozusagen original Rolex-Gehäuse, waren sehr, sehr nah an den Rolex-Modellen optisch dran. Das war damals so das, was diese Uhren ausgemacht hat, und heute ist es eben genau andersrum. Heute haben wir komplett eigenständige Designs und eben komplett eigenständige Werke, und was ich auch sehr geil finde, Tudor baut die meisten Werke selbst. Dementsprechend haben wir Manufakturkaliber in den Uhren verbaut. Sehr, sehr interessante Geschichte. Rolex-Werke sozusagen zu sehr fairen Konditionen. Trotzdem Rolex-typisch, immer eine Wasserdichtigkeit, häufig verschraubte Drücker. Und dementsprechend würde ich sagen, diese beiden Tudor Advisor, die ich jetzt gerade hier habe, einmal in schwarz mit dem Lederband, schwarzes Zifferblatt, einmal mit dem weißen Zifferblatt, einmal mit dem Stahlband, würde ich aktuell beide verkaufen für 3.700 Euro. Ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr fairer Preis für eine große Komplikation, sozusagen die größte Komplikation von Tudor, eine absolute Kosmopolitenuhr mit Weckfunktion. Könnt ihr natürlich auch als Eieruhr benutzen, ne? Im Alltag ist das vielleicht manchmal ganz sinnvoll. Finde ich also eine sehr, sehr gute Uhr. 3.700 Euro macht da an der Stelle nichts verkehrt. Des Weiteren haben wir immer noch die Tudor Black Bay Herald Star. Das ist die grüne Variante. Würde ich aktuell anbieten für 4.900 Euro. Eine sehr, sehr seltene Uhr, die ihr aber kaum einem am Arm sehen werdet. Die Uhr ist sehr, sehr interessant, weil sie hat einen tollen Vintage-Charakter. Ihr habt einen Vintage-Lume, ihr habt ein mattes Zifferblatt, ihr habt eine Aluminium-Lünette, die praktisch schon so ein bisschen gefadet aussieht. Ihr habt ein richtig cooles, ja, Vintage-Design praktisch, eine Nummer größer als bei der Submariner. Roségold-Zeiger, Roségold-Minuterie, gibt der ganzen Uhr nochmal so ein bisschen mehr dieses, ja, dieses typische Flair, was die ganze Black Bay-Serie immer wieder aufgreift. Sehr interessante 70er-Jahre-Anlehnung, auch mit dem genieteten Band. Phänomenale Uhr, meiner Meinung nach das sogar vielleicht etwas schönere Design als bei einer Rolex Submariner, weil es einfach, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen skurril an, weil es ein bisschen fresher wirkt, obwohl es im Grunde genommen ja ein Vintage-Design ist oder an die Vintage-Thematik angelehnt. Absolut empfehlenswert an dieser Stelle. Zudem wurden diese Uhren mit der grünen Lünette nur bei Harrods verkauft, dementsprechend auch nur an Harrods ausgeliefert. Und es ist sehr, sehr selten, oder beziehungsweise diese Uhr ist sehr, sehr selten bei uns in Deutschland oder in Zentraleuropa anzutreffen, weil sie eben nur über dieses eine Kaufhaus in London verkauft werden konnte. Weitere Uhr, absoluter Preis-Leistungssieger, meiner Meinung nach, ist eine GMT Black Bay. Es ist im Grunde genommen eine Anlehnung an so eine Rolex GMT. Ja, die Black Bay-Serie ist ja im Grunde genommen von diesen Tauchgehäusen sowieso relativ nah, geht sowieso relativ nah in die Richtung der Black Bay-Taucher-Serie. Das war damals bei Rolex auch so. Die Submariner, die GMT, hatten ja ein sehr, sehr ähnliches Gehäuse, eine sehr, sehr ähnliche Optik. Und bei dieser Uhr ist es dann auch wieder so, wir haben im Grunde genommen ein Black Bay-Gehäuse, sprich die sehr sportliche, etwas größere Variante, etwas Vintage-mäßig, auch hier wieder mit dem genieteten Band, Aluminium-Lünette in Rot und in einem Dunkelblauton, wobei das Dunkelblau hier sehr, sehr dunkel ist und Nachtblau scheint, also fast schwarz, dementsprechend perfekt einsetzbar. Auch hier haben wir natürlich wieder ein Manufakturkaliber, macht diese Uhr sehr, sehr interessant und im Grunde genommen mit dem matten Zifferblatt sehr, sehr sportlich, ist eine ganze Ecke sportlicher als die dementsprechende Rolex GMT mit der Pepsi-Keramik-Lünette und meiner Meinung nach auch eine absolute Kaufoption bis 4.000 Euro. Wir verkaufen diese Uhr dann aktuell für, ich muss mal gerade auf meinen Zettel gucken, wir verkaufen diese Uhr jetzt aktuell für 3.800 Euro und da denke ich, da kriegt man für unter 4.000 Euro noch eine hervorragende Komplikation, hervorragende Qualität, das muss man natürlich auch wieder dazu sagen. Man kriegt immer eine Rolex-typische Qualität bei diesen Uhren. Man kann also sehr, sehr viel mit diesen Uhren machen. Man hat immer eine wasserdichte Uhr, absolut empfehlenswert. Last but not least, eine tolle Kooperationsgeschichte. Hi! Zwischen Breitling und zwischen Rolex. Und das ist krass, weil das waren ja im Grunde genommen die Konkurrenten der 90er Jahre. Und jetzt in dem Zusammenhang haben sie sich sogar zusammengetan
um ein Werk zu produzieren, und zwar das Chronographenkaliber, was wir jetzt hier in diesem Black Bay Chronographen haben. Wir haben eine schwarze Aluminiumlünette, weißes Zifferblatt. Dadurch haben wir natürlich diese typische Optik, die alle aktuell bei der Daytona so sehr feiern. Wir haben hier ein mattweißes, ein Uni-mattweißes bzw. silberweißes Zifferblatt mit der Tachymeter-Skala auf der schwarzen Lünette. Also eine sehr, sehr aufgeräumte Uhr, sehr schönes Design. Ich finde persönlich, es hat weniger was mit der Black Bay-Serie kurioserweise hier zu tun, obwohl es praktisch eine Uhr ist, die der Black Bay-Serie zugeordnet wird, sondern es hat im Grunde genommen ja etwas zu tun mit dem typischen Tudor-Chronographen. Daneben gibt es ja noch eine sehr, sehr interessante weitere Tudor, das wäre dann die Heritage Chrono, die es ja in den 70er Jahren dann auch schon als Monte Carlo gab. Auch eine sehr empfehlenswerte Uhr, haben wir aber allerdings aktuell keine Version dieser Vintage-Uhr da. Sehr, sehr coole Uhr, googelt sie auf jeden Fall mal. Was haltet ihr von den Tudor-Uhren, die ich euch zusammengestellt habe? Was haltet ihr von dem ganzen Tudor-Konzept? Was haltet ihr von der Qualität, sofern ihr bereits eine Tudor habt? Was haltet ihr von der Alltagstauglichkeit, von der Wassertauglichkeit dieser Uhren? Was haltet ihr von der Rolex-Schwester per se? Schreibt es uns. Mich hat es sehr gefreut. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Ich freue mich natürlich auf jeden Like. Ich freue mich auf jeden, der uns folgt. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.